Bitte, du musst mir helfen. So, ja. Dann herzlich willkommen zurück zur zweiten Aufnahme. Willst du nicht helfen? Halt doch mal die Fresse, du Lappen. Du redest mit einer Ausgestoßenen? Ich brauche Hilfe. Da ist mir alles egal. Wo liegt denn das Problem? Quält dich dein Bein? Ich bin egal. Es ist meine Tochter Arana. Sie ist in Gefahr. Sie ging bei Mutters Wiege einem Plünderer nach. Ich fürchte um ihr Leben. Ich kann kaum aufstehen, geschweige denn ihr fort. Hilfst du mir suchen? Ich tue, was ich kann für deine Tochter. Bring sie in Sicherheit. Ich flehe dich an. So, das kriegen wir hin. Ja, das ist jetzt die Frage. Normalerweise habe ich ja gesagt, ich würde einfach nur so viel ich kann mit den, mit den Leuten, so viel ich kann, einfach nur die... Nützlich für eine alte Rezeptur. Einfach nur mit den Leuten hier so ein bisschen, Hauptstory halt durchpetzen. Aber ich sag ganz ehrlich, ich habe da so manchmal dann doch irgendwie so ein bisschen Mitleid. Und je nachdem, wie mich das Spiel halt petzt, ne? Also wenn mich das nochmal fasst. Jetzt muss ich kämpfen. Mich das halt petzt, ne? Dann habe ich damit auch kein Problem. Das halt nochmal länger durchzuspielen, ne? Das ist einfach gang und gäbe. Da lasse ich mir jetzt einfach mal, das lasse ich mir jetzt einfach mal nicht nehmen, wenn ich Bock auf das Spiel habe und sage, yo, jetzt hast du aber... Und sie steckt in der Klemme. Ja, sie steckt in der Klemme. Die Aufnahmen sehen soweit ganz gut aus. Die ersten 40 Minuten stehen, passen. Hilfe! Jetzt räumen wir nicht rum, das kriegen wir hin. So. Wieder ist noch ein Wächter. Ich dachte... Das ist alles andere als Schrott. Ja, das ist es, aber... Wo ist denn da noch ein Wächter? So. Der Jagdinstinkt kommt natürlich auch raus. Das bedeutet, was ich erlege, werde ich auch... Danke, dass du mich vor diesen Maschinen gerettet hast. Kein Problem. Jetzt komm runter. Danke. Ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Kein Problem. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Kein Problem. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Kein Problem. Ja. Wollen wir mal los. Ja, komm. Der Arana, können wir jetzt nochmal den Speer mitbringen. Zünder und Schockschutz. Warte mal. Ich weiß zwar nicht, warum wir so einen guten Speer haben, aber... Ja. Oh, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ein bisschen auf Handhabung, das können wir machen. Was für ein Fund.
Ich will zwar nichts sagen, aber ich glaube, das Jagen macht halt... Ich weiß nicht, so richtig Spaß macht es nicht. Wenn es alles doch recht simpel ist. Hier endet Aranas Spur. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, ich werde jetzt hier nicht 24/7 durchquatteln. Einfach um ein bisschen meine Stimme zu schonen. Nicht, dass da irgendwas ist oder so, aber man muss ja nicht alles komplett zumüllen. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Also, Truthahn, hubbel die Gubbel. Haha, gutes Fleisch. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ich sollte drüben nachsehen. Ja, machen wir uns mal ein bisschen nass hier. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Kast zu kaufen. Stimmt, der ist ja auch hier. Das hat sich doch super, das war doch schon mal ganz gut. Ich sehe hier sonst niemanden. Scheint sicher zu sein. Ja. Ich wette, er wartet. Gibt doch einen Erfolg, wenn du die Dinge halt alle umnietest, aber ja, komm. Sieh an, sieh. Dass du. Pass auf. Er schmerzt. Beim letzten. Hab ich. Oh. Das wird. Stolperfalle, ja. Stolperfalle mache ich mal unten hin. Oben lege ich den Scharfschussbogen hin und rechts irgendwas anderes. Hier Scharfschussbogen, den hätte ich nämlich auch gerne. Was will der denn für den Scharfschussbogen haben? 105 Metallscherben. Ja, ja. Tierzahn-Talisman verkauft gegen Metallscherben. Geschäft mit Händler, Verwendung. Ja, ich habe nicht so viel. Ich kann nur sowas machen. Waffen, ja, nee. Verderbnisschutz. Eis interessiert mich jetzt auch nicht. Das, die blauen Modifikationen behalte ich trotzdem mal. Jetzt wurde eine Stolperfalle. Mein Leben ist aufregend. Bist du später? Ich bin hier. Und wie immer, und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Ich glaube, dass... Okay. So, wunderbar, dann haben wir das schon mal. Jetzt brauche ich noch Lohn von Läufern und ich muss dem Plünderer folgen. Wo ist denn jetzt der Plünderer hin? So, machen wir das doch mal. Keine Ahnung, was damit los gewesen ist. Ziel auf dem... Was? Auf dem Boden? Ja, machen wir mal schnell speichern. Das passt schon mal. Hier sind Plünderer. Ich habe nur noch keinen Scharfschussbogen. Das bedeutet, ich muss ein bisschen aufpassen. So, jetzt hole ich mir den Speer. Ich bin so ein bisschen... ja, ich muss mich erstmal noch dran gewöhnen, dass das Spiel nicht wirklich ruckelt und dass das Spiel mit mehr als 60 FPS läuft. Man merkt es schon, dass ich manchmal so ein bisschen mache. Ja, das kriegen wir aber hin, das ist kein Problem. Ich hab gerade gelacht wie Goofy. Ah, hier kann ich mich nur vage verstecken. Okay, wir haben hier ein... Oh. Plünderer, Plünderer, Plünderer und hier haben wir noch so einen. Das ist mein Schätzchen. Hätte gerade Schätzchen gesagt. Kannst auch zu mir Schätzchen sagen, kein Problem. Fuck. Also das volle Gras sieht jetzt hier... Ist ganz cool, je nachdem wie wir... Das bewegt sich mit der Kamera. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Das ist ein Bug.
Ich will zwar nichts sagen, aber ich finde es komisch, dass der hier eingeschlossen ist. Eine meisterhafte Waffe. Arana wird froh sein, sie zurückzuhaben. Ja. Maschinenkern ist voll. Ja. Das will ich jetzt mal nicht hinterfragen. Ist es halt einfach so. Aber warum hatte ich denn eben jetzt weniger Muni? Weniger Dingsbums. Rotes Licht. Wie kommst du denn überhaupt rein? Ich will es ja jetzt nicht sagen, aber okay, verprügeln wir halt einen Stein, mache ich auch. Okay, okay. Kein Problem. Ja, gut. Ich will zwar jetzt nicht sagen, aber ist okay. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir denn hier zurück? Gibt's hier oben was? Ach so, ja, nee, da komme ich nur dahin zurück. Okay. Gut. Ja, Erkundungstrip, dafür ist eigentlich jetzt keine Zeit. Timer steht. Das bedeutet, wir werden jetzt nicht unbedingt hier großartig Zeit verplempern. Kehre zu Tok zurück. Weißt du was? Das kann ich doch auch. Kann ich reisen? Du benötigst zum Schnellreisen ein Schnellreisepaket. Ah! Okay, okay, okay. Ein Schnellreisepaket. Ja, ich verstehe das schon. Macht an sich ja auch Sinn. Warum bin ich jetzt bei 50 FPS? Was soll das? Nur weil etwas Neues in RAM geladen wird. Wir haben 16 GB, das sollte reichen. Wenn ich mal schon mal ein Upgrade. Ich habe ja noch zwei Slots frei. Kann auch die CPU sein. Also neue CPU habe ich jetzt auch nicht wirklich. Naja, 50 FPS, das sollte ausreichen. Dafür spielen wir sonst immer mit 60. Ja, komm, komm, das passt schon. Mehr als 60 kann ich eh nicht aufnehmen. Von daher muss ich da auch nicht gerade großartig rumheulen. Jo! Ja, sieht ganz gut aus. Fuchs! Das war jetzt auch ein bisschen wenig. Die Frage ist, was ist das jetzt? So, haben wir nochmal schnell ein Schweinchen mitgenommen und ein Kanickel. So, und dann laufen wir mal schnell zu Tok zurück. Machen wir den Purzelbaum. Hopp, 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 hopp. Mir würde im Real Life so schlecht werden. Drei Stück und dann wird mir schon schwindelig. Glaube ich zumindest. Ich habe jetzt schon lange keine... Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Die sehen uns, aber wir schleichen hier jetzt auch nicht durch. Wir laufen ja hier wie so ein Bauerntölpel hier entlang. Aber darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Aber warte mal, wir haben doch wieder einen Fähigkeitspunkt. Die Frage ist, ob ich vielleicht zusätzliche Rohstoffe beim Sammeln. Ja, 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 ja. Das macht natürlich Sinn. Scherbenplünderer. Zerlege Ressourcen und Modifikation ist auch nicht schlecht. Präzision. Lockruf ist auch gar nicht verkehrt. Aber ich mache erstmal Plünderer, weil wir mit Stein eigentlich gut arbeiten. Also wir brauchen keinen... Wir brauchen den ganzen Käse eigentlich nicht. Ich brauche noch Lohn. Mutter sei Dank, Aloy ist zurück. Mit
Mit dem Speer! Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer! Als ich dich zuerst um Hilfe bat, wusste ich nicht einmal, ob du mit mir reden würdest. Aber zum Glück doch. Ach, das ist schön. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Ja. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Gerne, kein Problem. So, wir brauchen jetzt... Draußen beißt der Schnee ganz schön. Wir brauchen jetzt doch Lohen. Das bedeutet, ich muss noch ein paar Läufer jagen. Vielleicht doch mehr als gedacht. Wie, ich hab... Ah, das sind jetzt nur die da, ne? Die Wächter muss ich natürlich mit einem Schuss killen. Hab nämlich keine Lust, dass sie abhauen. Gesehen. Aua, du Ratte! Ja, da war der Baum im Weg, ne? Na gut. Das war jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Hat sich jetzt das Audio... Nee. Das hat sich so angehört, als hätte sich das Audio verändert, aber... Was ist denn das für eine Reichweite? Bleibt doch mal stehen, ihr Lümmel! Das ist ja grausam. Das ist ja schon fast hardcore. Wie, die bleiben stehen. So, wollen wir mal gucken, ob du mich angreifst. Autsch. So einfach mittendrin einen Angriff geändert. Okay, ich bin echt ein kleiner Noob. Ich kann 20 noch sammeln. Das bedeutet, wir sind noch nicht fertig, mein Mädchen. Mädchen, Entschuldigung, ist ja nicht meins. Aloy gehört niemanden. Die ist für alle da. Ganz einfach. Entschuldigung. Jo. Nee, Aloy, wir sind noch nicht fertig, Mädel. Ich hätte gern mindestens noch eine Ration Feuerpfeile. 10 Stück können wir herstellen. Wir haben ja noch einige. So, die Frage ist nur, wo finde ich jetzt noch so ein Vieh? Ja gut, Stolperfall und so ein Kram haben wir ja auch. Also ich denke mal, wir werden das gut hinkriegen. Wenn ich mich nicht ganz so blöd anstelle wie so ein Ochse. Lass ihn mal wieder jagen. Schwer zu erlegen. Da ist er. Hast du die Feuer? Hab ich. Das erfährt. Dunkel? Es dauert. Gute Idee. So. Gut. Ja, wie gesagt, ich mach so schnell wie möglich. Die erzählen jetzt hier heute Abend.
Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche, was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Okay, wir sind voll. Warte mal, kann ich nicht irgendwas herstellen? Tragekapazität, ja! Das ist doch super. Was habe ich jetzt verbessert? War das nicht Waffenbeutel? Ach, vergrößere den Waffenbeutel. Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe irgendwas gemacht. Okay. Gut, warte mal. Also herstellen will ich auf jeden Fall alles nochmal. Dafür brauche ich Fleisch. Das wird mir bestimmt noch nützlich sein. Okay, so läuft das. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung so ein bisschen gewöhnen. Jawollinge. Super. Gut. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Leuchtendes Geflecht. Ich hol mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Das kriegen wir hin. Da war ein Wächter unterwegs. So richtig interessiert mich der Wächter jetzt nicht, aber auf der anderen Seite... Nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Hier ist noch eine Blume. Warum haben die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind hier. Ich habe keine Ahnung, aber es hat was gebracht. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Ich pass schon auf. Mach dir keine Gedanken. Ich kümmere mich gut um die Kleine. Oder sie sich um mich. Ich weiß es nicht. Bei Aloy bin ich mir nicht so ganz sicher, wie der Hase läuft. Erstmal alles mitnehmen, was wir kriegen. Ich habe schon zu viel dabei. Ja. So, Fallenbeutel nehme ich mal mit. Nimm auch mit, nimm auch mit. Das war ganz gut. Ich kann nur keine Fallen herstellen. Fallen und Tränke. Ja, ja, da fehlt mir Metallgefäß. Einen Trank können wir zumindest herstellen. Das sieht ganz gut aus. Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Gut, nee, läuft. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Genug. Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst.
man ihn. Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Die gehört dir allein, dir allein. Was auch geschieht, ich greife nicht ein. Oh ja. Yeah. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? So, wollen wir mal gucken. Ja, wir können hier ein bisschen was... Mir fehlt ein fucking Oh, komm schon. Warte mal, was wir machen könnten, ist gucken, wo der langläuft. Wir könnten aber auch einfach wie blöd was mit dem... Ah, okay, also wir haben da noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir nehmen Feuerpfeile und machen 1-2 Rückenpatzer. Für den Notfall, dass wir mal fliehen müssen. Das bedeutet, wir wissen ja, wo er langläuft. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gibt's jetzt... Hoffentlich ist es kein... Das hat weh getan. Du Sausack. Irgendwie habe ich Audio-Bugs. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie was... Das hat mir jetzt in den Aufnahmen nicht gehört. Aber warum? Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Ich hab mich gerade beim Plündern gestört. Rost, das kannst du so nicht bringen. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. So, mal ein neues Mauspad holen. Das ist die Lektion, um die es geht. Erinnere mich an meinen letzten Gang in Mediamarkt, als ich mir ein Mauspad holen wollte. Wenn ich weg bin. Das hat nicht funktioniert. Die hatten nämlich kein passendes da. Und ich habe mir eine Switch gekauft. Folgt mir. Und ja, die Switch habe ich schon längst wieder zurückgegeben, weil die nämlich Probleme machte. Dann habe ich dann nochmal 150 hingelegt und habe mir jetzt eine OLED geholt. Es dämmert. Kann aber Pokémon neu starten. Der Spielstand ist mir verloren gegangen. Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. So, also ich spare mir jetzt dieses ganze Hin- und Her-Gefrage. So, Becken Nordtor, hier ist noch was. Ja, ja. Sieht ganz großzügige Belohnungskiste. Was haben wir denn hier? Ganz viele Rohstoffe, die sind mir eigentlich relativ wunderschnuppe. So, warte mal, was kann ich denn herstellen? Outfits modifizieren kann ich nicht. Kann ich auch nichts machen. Komm, voll ist voll.
Was da ist, ist da. Wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Das ist super. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern. Was haben wir hier? Verdoppelt die Kapazität. Oh ja, das ist gut. Hey! Das hat... Boah, das hat 2 gefressen. Ihr Lümmel, könnt ihr doch nicht bringen. Oder hatte ich nur einen Fähigkeitspunkt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Müssen wir... Ich glaube, mit den Dingern müssen wir ein bisschen ratsam umgehen. Fuchs! Absolut kein Platz dafür. Wie kein Platz? So, da war die Zielhilfe an. Das ist mir aber an sich auch Schnuppe. 500 Schritte. Gut so. Kannst sagen, was du willst, die Kämpfe sind hier perfekt. Ich darf halt, ich darf mich halt nur nicht dran gewöhnen, Horizon mit so viel FPS zu spielen, weil ich ja auf der PlayStation 4 das Forbidden West ja auch nur mit 30 FPS spielen kann. Und ja. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich die PlayStation schon an den PC angeschlossen habe, weil die Spiele, die ich damit spielen will, sowieso nicht mit mehr FPS als 30 laufen. Dementsprechend brauche ich auch keine neue Capture Card dafür. Ist aber die nächste Dingsbums. Ist aber die nächste Anschaffung, einfach aus dem Aspekt her. Weil ich ein kleiner fauler Arsch bin und ich keine Lust habe, ständig hier ein HDMI das HDMI-Kabel zu wechseln. Nur weil ich irgendwie es mal in die PlayStation stecke, mal in die Switch stecke. Ich will einfach, keine Ahnung, vielleicht hole ich mir auch einfach eine HDMI-Switch. So mit 2 Ausgängen. So nach dem Motto, ja, keine Ahnung. Ganz einfach so nach dem Motto, drück hier unter dem Schreibtisch auf den Knopf. Dann ist der HDMI-Input 1 die Switch und der HDMI-Input 2 ist dann einfach Dingsbums. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Müssen wir mal gucken. Also an der Capture Card sollte es eigentlich nicht liegen. Weil ich muss mir zu einer neuen, wenn ich eine neue Capture Card raushole, muss ich meine USB-Ports ein bisschen erweitern. Da müsste ich mir dann noch eine interne USB-Karte holen. Obwohl, ja, gut, das muss ich ja theoretisch auch machen. Allein wegen dem mobilen Router. Aloy. Wir müssen so. Ja. Du warst noch. Bald wird er. Ich weiß. Suche nach. Ich bin jetzt. Dein Platz ist beim Stamm. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mehr mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Aber er ist doch freiwillig ausgestoßen. Er muss doch auch wieder drin. Nein, bis jetzt nicht. Kann auch wieder reinkommen. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Ist der Abschied. Dann. Ja, komm. Band und Pipapo. Ausgerechnet heute. Ich muss mich auf die Erprobung konzentrieren. Ja, das war gemein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie sieht's im Dorf aus mit den FPS? Komme ich auf stabile 50? Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist hier, Sir? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Nicht wie diese Idioten. Ach, ja? Oh, ja. Schön. Ich aber mag die Tessa. Im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was?
Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Ist das der, den wir als Kind gerettet haben? Ich meine schon. Ich muss gleich noch mal das Fenster aufmachen, es wird langsam warm hier. Ja, 40 bis 50, ne? Das ist dann schon mal ganz in Ordnung. Kann man schon mal machen. Aloy! Du bist es, oder? Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Ted! Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tep ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Als ein Geschenk. Nimm ich mit. Ausrüsten. Okay, ich nehme aber auch noch die stille Nora-Jägerin. Da. Zieh sie an, wann immer dir danach ist. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Ja. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. So. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Karja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen. Oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Ja, stille Nora-Jägerin ist das, was mir am besten gefällt. Schon immer. Ich habe auch nichts anderes probiert. Was sollten Sie denn auch anstellen? Schön. Also wir können jetzt hier die Leute grüßen und mit denen interagieren, aber das ist ja jetzt relativ wurscht. Wir wollen ja hier so schnell wie möglich. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen. Als ich das die ersten gehört habe, gefiel es mir irgendwie besser. Komm da runter. Sofort. Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle. Ich will, dass du da runterkletterst. Du willst, dass ich niemand Spaß habe. Gut. Bleib doch die ganze Nacht auf dem Dach. Ja, mache ich. Sie hat mir nicht ihren Befehl. Weiter oben sieht sie mich nicht. Okay, das war lustig. Das wollte ich mitnehmen. Jetzt hört genau zu. Nicht an mir. Denn ihr Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. So. Hey, Leute, hier drüben. Karst, was machst du hier? Vorsicht. Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Das ist kein Problem. Kein Umtausch möglich. Geht's kaputt? Dein Pech. Ja, Kass ist trotzdem in Ordnung. Finde ich ganz gut, dass hier bei der Verwendung immer so ein bisschen was steht. Zum Verkauf. Ja, aber das wird mir jetzt alles nicht wirklich viel bringen, weil es nur so wenig ist. Ja, wie viele Metallscherben haben wir denn? 49.
Damit kann ich mir nicht viel holen. Könnte mir ein paar Metallgefäße holen, aber das bringt mir jetzt auch nur vage etwas. Gratisprobe. Ja, ja. Banuk Reisender, gut, dann wo habe ich den denn her? Ich will zwar nichts sagen, aber... Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal. Was habe ich denn hier? Also wenn ihr jetzt Straßenmusik im Hintergrund hört... Schnellreisepaket... Hä, davon habe ich welche? Ich weiß nicht, woher ich die Dinge habe, aber... Warte mal, ich könnte die eigentlich leeren. Ich mach dir den. Um Tränke zu verkaufen. Aber warum kann ich ihm keine Schnellreisepakete verkaufen? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann es sein, dass ich mit den Schatzkisten Sachen habe, die ich noch gar nicht haben soll? Schnellreisepakete sollte ich, glaube ich, noch gar nicht haben. Komm, überspringen wir mal. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte... Wer sagt, dass ich... Tja. Was ist los? Tut mir leid. Olin. Ich. Warte. Nein. Wow. Sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, Rind. Ja, ich bin jetzt hier ein bisschen am Skippen, ne? Du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nicht für ungut. Hier steht er toll. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden. Aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ja. War jetzt auch nicht unbedingt geil, ne? Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ja, können wir machen. Ich hätte dann noch mal ein... Frag ruhig. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und... Ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Ich stelle dich sogar meiner Schwester vor. Sie hat noch mehr Verbindungen als ich. Ich dachte, der Sonnenkönig hätte sie entführt und geopfert. Ha! Entführt? Ja. Getötet? Nein. Ein paar Karja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt Hauptmann der gesamten Garde. Eine tolle Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal bei einem Drink. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Super. Ich würde sagen, das schickt dann, ne, das war ja knapp 45 Minuten, das passt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Erend, ich mag den Kerl.